Für Darts ist das der nächste Schritt. Wir spielen jetzt vor 20.000 Zuschauern, Pro7 Max überträgt die größten Teile des Turniers und ja, für Darts ist das ein enorm wichtiger Tag in Deutschland. Ja, das Publikum ist schon Weltklasse. Wir hoffen natürlich alle morgen auf Schalke, dass uns das Publikum erstmal umhaut. Ich glaube, in erster Linie werde ich da stehen mit einem breiten Grinsen und die Atmosphäre aufsaugen. Ich hoffe, dass mich die Kulisse wirklich umhaut und dass ich diesen Moment auch wirklich genießen kann. Die Losung musst du eh immer nehmen, wie sie kommt. Und mit Maike van Gerven habe ich natürlich einen Hammer los erwischt. Aber für ihn sind das auch neue Bedingungen hier. Er hat bei diesem Event, also er hat auch noch nicht vor 20.000 Leuten gespielt. Und ja, ich habe Spaß an der Herausforderung. Und MVG ist definitiv eine große Herausforderung. Van Gerven ist letzte Woche in der O2 Arena erst Premier League Champion geworden. Auf den gucken natürlich auch alle, kann er seine Form halten, kann er sie nicht halten. Ich werde mich 4 Stunden auf dieses Match vorbereiten. Ich werde hinten einen energischen Blick haben und ihm auf gar keinen Fall zeigen, dass das für mich alles nur Spaß ist und dass ich das genieße und möchte ihm auf der Bühne einen guten Kampf liefern. Du musst in den entscheidenden Momenten einfach brutaler werden, dann musst du eiskalt sein. Die Chancen, die du kriegst, die musst du alle verwerten. Du darfst dir da keine Fehler leisten. Das ist halt der Unterschied. Deshalb ist Maike van Gerven die 1 der Welt und ich die 40, aber ich habe ja noch viele Jahre Zeit und hoffe natürlich, eines Tages seinen Platz mal einzunehmen.